Meine Damen und Herren, Professor Richard David Precht wurde schon angeschaut. Habe ich was falsch gesagt? Nein, alles gut. Also, ja, also Sie haben unfroh geguckt schon in einer frühen Phase. Vielen Dank dafür. Sie erinnern sich, Frieda Hockauf hat zwischen Oktober und Dezember 1953 45 Meter Stoff in Zittau über den Plan hinaus gewoben, gewebt oder wie auch immer, und hat den Satz gesagt: So wie wir Werktätigen heute arbeiten, wird morgen unser Leben sein. Wird dieser Satz bald nicht mehr stimmen? So wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben, dieser Zusammenhang? Doch, ich glaube, diesen Zusammenhang gibt es. Denn zu den wesentlichen Arbeitsleistungen der Gegenwart gehört ja immer mehr digitale Geräte zu erfinden, die dafür sorgen, dass bestimmte Arbeiten in der Zukunft von Menschen nicht mehr gemacht werden müssen. Und eine besonders gute Nachricht davon ist, dass es genau jene Tätigkeiten treffen wird, die Leute sowieso nicht gerne machen. Und das ist dieser Bereich der geistigen Routinearbeiten. Das ist der Bereich, wo die meisten Burnouts sind, wo die meisten Leute unzufrieden mit ihrer Arbeit sind und eigentlich nur schön finden an diesen Tätigkeiten, dass sie nette Kollegen haben. Also, und wenn diese Tätigkeiten in Zukunft weniger werden, ist das ein großer Menschheitsfortschritt. Und das ist eine hochspannende Geschichte, weil dann leben wir in einer anderen Gesellschaft. Sie haben ein Buch geschrieben, Freiheit für alle, das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten. Und viele Menschen würden jetzt sagen, ja, die Philosophen, die sitzen nur so rum und haben gar keine Ahnung von Arbeit. Woher holen sie sich das Wissen, dass sie über Arbeit philosophieren dürfen? Ja, also das stimmt natürlich völlig. Ne? Was ich mache, ist nicht arbeiten. Ja? Was ich mache, ist bezahlte Selbstverwirklichung. Ich würde mich niemals zur arbeitenden oder werktätigen Bevölkerung zählen. Aber ich habe mein ganzes Studium selbst finanzieren müssen. Mein Vater hat so viel Geld verdient für BAföG. Dadurch haben wir keinen BAföG gekriegt. Gleichzeitig hatte er zu Hause 4 Kinder. Da war doch kein Geld dann übrig. Und also musste ich mein gesamtes Studium selbst finanzieren. Ich habe mein Studium finanziert durch harte körperliche Arbeit. Ich habe auf einer Baumschule zusammen mit Strafgefangenen wochenlang Fichten ausgegraben. Wenn man abends nach Hause kam, die ganze Nacht über, zitterten einem noch die Arme, die Handgelenke und so weiter. Ich habe später einen besseren Job gefunden. Ich habe als Nachtwächter auf der Messe gearbeitet. Das war großartig, man musste gar nichts tun. Da konnte ich mein Studium quasi in die Nacht verlegen. Aber vorher Kisten gestapelt. Ich habe bei Haribo Himbeeren und Brombeeren hergestellt. Das will man sich nicht vorstellen, was für eine widerliche Arbeit das damals gewesen ist. Da hat man mit halbnacktem Oberkörper in Kesseln gehangen, die so aussahen wie so große Betonmischer. Und da wurde Zucker mit dem Arm umgerührt und dann wurde so ein roter Lack darüber gekippt und Puderzucker. Und man ist mit dem Kopf quasi in den Puderzucker versunken und hat das mit dem Arm alles umgerührt, weil das ginge ja nicht mit einer Kelle, wegen der Hebelwirkung. Es hätte nicht funktioniert. Also musste man in diese Gummibärchenkessel rein und das 9 Stunden am Tag. Also ich glaube, so eine kleine Vorstellung von dem, was Arbeit ist, habe ich schon. Sie haben vorher beschrieben, dass es ganz viel Arbeit und vor allem die, die offenbar nicht so toll ist, dass es die nicht mehr geben wird. Das bedeutet aber doch, dass Menschen dann arbeitslos werden. Ja, vielleicht. Also es ist ja ein Prozess, über den ich rede, das allmähliche Verschwinden geistiger Routinearbeit, der wird sich 10, 20, 30 Jahre hinziehen. Und die spannende Frage wird ja darin bestehen, dass viele Leute gar nicht mehr in diese Berufe reinkommen werden. Spannend ist es nur, wenn man jetzt vielleicht 40 ist und in der Verwaltung arbeitet oder bei einer Bank oder im Finanzamt, dann kann es sein, dass es einen tatsächlich erwischt und dass es Tätigkeiten sind, die man auch nicht durch Verlagerung oder Weiterbildung dauerhaft erhalten kann. Das könnte in der Tat tatsächlich passieren. Und auf der anderen Seite wird die Gesellschaft über immer größeren Fachkräftemangel klagen. Denn das Spannende daran ist, wir denken immer, wir haben Fachkräftemangel oder Arbeitslosigkeit. Das stimmt nicht. Wir werden in Zukunft beides reichlich haben. Großen Fachkräftemangel in bestimmten Bereichen und in anderen werden wir Bereiche haben, wo einfach Menschen in diesem Bereich nichts mehr finden. Tim Weiler ist 20 und macht Abitur. Was sollte er nicht tun und was sollte er tun, damit er nicht in diese Falle kommt, die Sie gerade beschrieben haben? Das Allerwichtigste ist, dass er etwas findet, wofür er brennt. Und das Allerwichtigste ist auch, dass er seine intrinsische Motivation, seine Neugier, die man als Kind hat, dass er die hoffentlich nicht durch die Schule gänzlich verloren hat, ja, sondern dass er genug gute Pläne für den Tag hat. Und wenn man mit so einer
Ausstattung durch die Welt geht, dann wird man auch etwas finden, was man gerne machen möchte. Ich glaube, das ist die allerwichtigste Antwort. Ich würde nicht in Berufsfeldern antworten und sagen, du musst das werden oder das werden oder das werden, sondern ich würde bei der Person anfangen und sagen, was machst du denn wirklich gerne? Und dann überlegen, was kann man daraus machen? Hat er das? Bin ich voll dabei. Ja, also ich glaube, da ist er auf einem ganz guten Weg. Ja, glaub schon. Und braucht keinen väterlichen Rat. Nee, das ist auch doof, weil die müssen sich abgrenzen. Wenn ich ihm was rate, findet er es garantiert blöd. Also wenn ich genau dasselbe sage wie Richard David Precht, findet er es bei mir doof und bei ihm großartig. Das ist sein Job als mein Sohn. Gibt es eine hundertprozentige Sache? Also wenn man sagt, also intrinsisch spüre ich gar nicht so viel. Handwerker müsste doch dann, alles was Handwerk ist, müsste doch dann ein tierischer Bringer sein. Ist es, absolut. Also Handwerk gehört sicher in den Bereich, der in Zukunft besser dasteht. Was mich persönlich freut, ich habe vor Handwerk einen riesen Respekt. Und ich fand es eigentlich gar keine gute Entwicklung, dass in den letzten 40, 50 Jahren das Handwerk vom Image immer weiter runtergegangen ist und geistige Routinearbeiten bei Banken, Versicherungen, Verwaltungen und so weiter höher angesehen waren als die Leistung eines Handwerkers. Das wird sich jetzt wieder rumdrehen. In dem gleichen Maße, wo die geistigen Routinearbeiten weniger werden, wird der Wert des Handwerks noch weiter steigen. Und das finde ich ist eine großartige Entwicklung. Und auch der Pflegeberufe? Der Pflegeberufe natürlich auch. Also ich meine, was sind die Berufsfelder, wo man sagt, da werden in Zukunft mehr Leute arbeiten? Ne, das ist im Handwerk, werden tatsächlich, da haben wir heute riesen Fachkräftemangel, ganz viele Leute gebraucht. Der größte Bereich überhaupt sind die sogenannten Empathieberufe. Also überall, wo man sich in irgendeiner Form um Menschen kümmert. Mhm. Ja, ob man ihnen beibringt, wie man sich besser ernährt, wenn sie einen sportlich beraten, was Künstlerisches mit ihnen macht, ob man sie pflegt, ob man sie gesund macht und so. In diesem Bereich sind Menschen Maschinen haushoch überlegen. Mhm. Ja, und da ist es auch absolut wichtig, dass man mit Menschen zu tun hat. Und dass das nicht mehr und mehr von Maschinen gemacht wird. Maschinen können ein bisschen assistieren, aber können die menschliche Zuneigung nicht ersetzen. Das sind riesige Wachstumsbereiche. Das Problem ist nur, unter Umständen haben Sie 20 Jahre geistige Routinearbeit gemacht, verlieren Ihren Job und dann sagt man Ihnen, Altenpfleger werden dringend gesucht. Das konnte man vielleicht vor 50 Jahren mit den Leuten machen, dass man die dann quasi so halb zwangsumgeschult hat. So wie Sie das gerade erzählt haben, ne? Kommen aus der Schule und dann sagt man, wir wissen, was das Richtige für dich ist, mach das mal. Das kann man ja mit Menschen heute nicht mehr machen. Wir leben ja heute in einer Gesellschaft, wo es den Menschen wichtig ist, dass das, was sie arbeiten, etwas ist, was sie gerne tun, was sie irgendwie wichtig finden. Ja? Und die Anzahl der Menschen, die gerne etwas tun wollen, was sie nicht gerne tun wollen, nur um Arbeit zu haben, der wird halt kleiner. Aber ich habe von dir auch gelernt, ich glaube, 3/4 aller Menschen sind nicht so glücklich mit ihrem Job. Ja, es gibt, die Gewerkschaften machen jedes Jahr Umfragen und seit 10 Jahren dasselbe Ergebnis. Und das ist schon ziemlich bestürzend. Ungefähr 1/4 der Menschen sagt, das, was ich mache, mache ich richtig gerne. 1/4 sagt, eigentlich habe ich innerlich gekündigt. Und die Hälfte sagt so lala. Und ich finde für eine Gesellschaft wie unsere, eine Gesellschaft, die eigentlich eine Überflussgesellschaft ist, ja, die reichste Gesellschaft ist, die es je auf dem Planeten gegeben hat, dass es 3/4 aller Menschen gibt, die ihre Arbeit nicht so richtig gerne machen, ist ein erschreckendes Ergebnis. Aber weißt du, ich hatte ja jetzt in den letzten 2 Wochen genügend Zeit mit Corona und deinem Buch meine Zeit zu verbringen. Die habe ich aber auch echt gebraucht, die Zeit, weil ich habe damit gar nicht gerechnet, dass ich da in so ein Thema einsteigen könnte. Und das ich interessant finde, darüber nachzudenken, was das mit uns macht, dass ja jetzt die ganzen Informationsmaschinen ihre Revolution erfahren, dass künstliche Intelligenz, Robotermaschinen und so weiter natürlich die Menschen in bestimmten Berufen ersetzen, ablösen wird. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, was wird denn dann mit diesen Menschen allen? Also, ja. Ein Teil wächst sich heraus, ne? Auch durch die Demografie. Ne? Also es ist einfach so, dass bei der Bank einfach weniger Leute anfangen. Das sind schon viel weniger, es werden noch sehr viel weniger sein. Also das ist das eine. Das andere ist tatsächlich das Wichtigste. Wenn jemand seine Arbeit verliert, die er gemacht hat, unverschuldet verliert, dann gibt es 2 Dinge, die wichtig sind. Er braucht ausreichend Geld in der Tasche und er braucht verdammt gute Pläne für den Tag. Denn wer keine Arbeit hat, für den ist Kreativität noch wichtiger, als wenn er Arbeit hat. Aber die Kreativität aus seinem Leben in diesem Moment etwas Sinnvolles zu machen, ist die größte Kreativität, die man sich vorstellen kann, wenn sie nicht auf Kommando und nicht gegen Bezahlung erfolgt.
Aber ich bin jetzt so aufgewachsen, Hauptsache du hast Arbeit. Das war immer so, also Hauptsache, ja, egal, wartet es, aber Hauptsache das Kind geht zur Arbeit. Ja, aber ich denke schon, in der Generation, unsere Söhne sind quasi gleich alt, sieht das anders aus. Also da ist nicht das Wichtigste, Hauptsache man hat Arbeit, sondern man hat sogar Angst vor Berufen, weil man denkt, oh nee, ich will nicht ein Leben lang das Gleiche machen. Oder wenn ich das jetzt werde, dann muss ich das dann immer machen. Also mittlerweile gibt es eine ganz große Veränderung. Wir leben nicht mehr in einer traditionellen Erwerbsarbeitsgesellschaft, Hauptsache Job, sondern wir kommen mehr und mehr in eine Sinngesellschaft, wo das Wichtigste im Leben nicht ist, dass ich arbeite, sondern das Wichtigste im Leben ist, dass ich die richtigen Dinge tue. Also wird, das ist ein großer Unterschied. Also wird Arbeit nicht mehr mit Mühsal und Schinden und all dieser körperlichen so verbunden, sondern eben tatsächlich mit Sinn. Die ganz harte körperliche Arbeit ist ja schon enorm wenig verglichen mit vor 50 Jahren. Wie viele Leute haben da unter Tage gearbeitet, in Stahlwerken gearbeitet? Gar nicht zu rechnen vor 100 Jahren. Die Feldarbeit der Bauern, ja, die war lebensvernichtend, so brutal und so hart war das. Heute haben wir ohnehin relativ wenig harte körperliche Arbeit. Wir haben mehr geistig tötende Arbeit als körperlich tötende Arbeit. Und diese geistig tötende Arbeit, die wird in Zukunft weniger werden. Und wichtig ist natürlich, dass wir dann in eine Gesellschaft kommen, die Leute, die diese Routinearbeiten gemacht hat, auffängt. Und eine Möglichkeit, die Leute aufzufangen, wäre, dass sie bloß nicht auf Hartz IV abrutschen. Ich bin ja ein großer Gegner unseres Hartz IV-Systems aus zwei Gründen. Unser Hartz IV wird bezahlt, also sozusagen das Geld, was die nicht arbeitenden Erwerbsfähigen bekommen. Dieses Geld muss von den Arbeitenden erwirtschaftet werden. Dadurch ist immer eine große Spannung zwischen denen, die arbeiten und sagen, die leben auf meine Kosten. Das ist ein ziemlich schlechtes System. Das kann man deutlich anders und deutlich besser machen. Darf ich dich abschließend noch mal fragen, gerade jetzt hier auch bei uns im Sendegebiet im Osten, wie siehst du da die Prognose? Ja, jetzt kommt natürlich eine schöne Botschaft. Ne? Wenn man die ganzen Untersuchungen, die Arbeitsmarktforscher, ja, die Wirtschaftsexperten machen, sich anschaut, dann schneidet der Osten sehr gut ab. Und der Grund ist, da wo die Fertigung am weitesten, also die industrielle Fertigung am stärksten ausgeprägt ist, Automobilindustrie zum Beispiel, da geht man davon aus, dass der größte Teil von Menschen ersetzt werden kann, dass das Maschinen machen können. Das heißt also, die höchsten Prognosen im Hinblick auf Arbeitslosigkeit, an erster Stelle steht das Saarland und an zweiter Stelle steht Baden-Württemberg. Der Osten steht ziemlich gut da. Das ist ein wunderschöner Abschlusssatz. Mehr möchte ich gar nicht. Okay. Und pass auf, jetzt fragen Sie sich natürlich, aber Herr Brecht, wie soll sich das denn finanzieren? Gucken Sie mal in dem Buch nach, der 150 Seiten, was über das absolut bedingungslose Grundeinkommen. Da muss man sich mal durchknabbern, aber das lohnt sich, mal den Ansatz über die Entwicklung, über die Revolution, über die Erneuerung nicht zu scheuen, sondern den mitzugehen. Danke, ja, Richard David Brecht. Danke schön, dass du bei uns bist.